Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem neuen Spiel. So, und ich hatte jetzt nochmal neu anfangen müssen, weil ich musste mal meinen Controller raussuchen. Ja, wir spielen Ancestors und ja, steuern quasi unsere Vorvorfahren. Und das Ganze sollte man am besten idealerweise, wie ich gerade gelesen habe, mit einem Pad spielen. Gott sei Dank lag hier noch irgendwo ein Xbox-Pad. Und neuer Stamm. Quasi, wir spielen nicht einen Helden, wir spielen quasi einen ganzen Stamm und entwickeln den weiter. Das Spiel ist von den Assassin's Creed-Machern. Und es ist mit viel Kletterei und Springerei. Neuer Slot. Stammname. Ach komm, wir nennen den einfach... Keine Ahnung, wie nennt man Stämme? Buga. Keine Ahnung. Ach, Tastatur geht jetzt gar nicht, oder was? Wie ist das denn geil? Gut, dann ist mein Stamm quasi... Name gibt's nicht. Wir sind die Namenlosen. Warum auch immer will er jetzt meine Tastatur nicht. Finde ich echt bescheiden. Geht halt nicht alles. Und kann ich hier irgendwie... Buchstaben auswählen? Ups, nee, das ist zurück. Gut. Das fängt ja schon mal gut an. Wie gesagt, das sind immer die Namenlosen. Bestätigen. Ja. Alter. Sowas fuckt mich ja schon ab. Ey, ich drücke alle Knöpfe hier auf diesen tollen Scheißpad. Es funktioniert, aber... Neuer Stamm. Jetzt geht's. Man muss vorher die Maus benutzen. Nicht einfach auf die Tastatur. So, Killeraffen, komm. Killeraffen. So. Kann ich das mit... Ah, okay. Das geht. So. Wähle dein Spielerlebnis aus. Erste Mal. Erforsche, expandiere und entwickle dich, während du erlebst, was unsere ältesten Vorfahren durchmachen mussten. Tja, die mussten sich nicht zwischen Tastatur und Pad entscheiden. So. Wähle das Hilfelevel. Gesamt... Komplettes hat, komplettes Tutorial, komplettes hat kein Tutorial im ja. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, also kann man das nicht später, das komplette hat nicht abschalten? Minimales, fesseln, nee, komm, wir spielen mal minimales hat und komplettes Tutorial, ich habe nämlich keine Ahnung. Wähle das Geschlecht des ersten Charakters aus. Das ist mir Latte, nimm mal zufällig. So, Stammname Killeraffen. Und starten. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mir ein, zwei Videos, die waren nicht lang, aber die haben so ein bisschen das Spiel erklärt und gezeigt. Es ist kein Shooter, es ist kein Strategiespiel, es ist minimal ein bisschen Survival und ein bisschen Rollenspiel, weil man quasi seinen Stamm weiterentwickelt. Also normalerweise ist es kein Spiel für mich, aber irgendwie finde ich es interessant. So. Das ist das neuronale Netz. Wenn man was lernt, verknotet sich da was. Und dann merken wir uns das. Aber ich glaube eher gerade ist es ein Ladebildschirm. Ja. Da geht mir eine ab. Ich bin sowieso geladen. Ich wollte das Video schon gestern rausbringen. Aber irgendwie dachten sich irgendwelche Leute, hey, hier ist ein Bahnhof. Laufen wir mal auf die Gleise. Kann ja nichts passieren. Idioten. Wegen denen kam ich gestern nicht nach Hause.
Durfte ich gestern noch auf einen scheiß verkackten Bus umsteigen und über die Dörfer fahren, weil der Bahnhof bei mir zu Hause, wo ich hin wollte, natürlich gesperrt war, ne? Könntest du kotzen. Das nach einem langen Arbeitstag. Da hast du auch abends keinen Bock, dich nochmal hinzusetzen, ein Video zu machen, weil ich einfach absolut schlecht gelaunt war. Und diese Ladezeiten gerade eben sind auch dermaßen bescheiden. Muss ich noch irgendwas drücken? Nicht, dass der jetzt auf mich hier wartet. Aber. Nö. Das ist so eine große Spielwelt, dass er jetzt minutenlang braucht, um da was zu starten oder. Ja, ich würde aber sagen, wenn es jetzt noch mal länger. Oh. Schwarzes Bild ist immer gut. Naja, inspiriert. Die Welten und Lebewesen, denen du begegnest, sind als Urvorfahren deines Orts, bla. Dieses Abenteuer wurde von irgendwen hergestellt. Dazu gehören irgendwelche Personen, die ich jetzt definitiv nicht vorlese. Was hat man noch immer am Ende des Spiels? Ich hab's noch gar nicht durch. Mit Unterstützung von Personen, die ich jetzt nicht benennen werde. Musik von Personen, die ich nicht benennen werde. Koba. Koba klingt wie ein Affe. Das ist ein guter Name. In folgenden Stunden wirst du die Herausforderung des Beginns der Menschheit nacherleben. Begib dich auf die nicht enden wollende Odyssee der menschlichen Entwicklung auf diesem Planeten. Lass dich auf deinen Reisen und von den Körpern, deinen Sinn und deinen Verstand da. Werde zahlreicher und stärker und bessere deine Spezies. Das machen wir immer. Überleben, lehre deine Familie und baue ein Heim. Aha. Bisschen Survival halt, ne? Viel Glück, wir werden dir nicht viel helfen. Ja. Danke. Ja, und denk daran, die Illusion, ich bin ein bisschen weg. Afrika, gestern. Kleine Schlange. Nee, große Schlange. Aber ich weiß, im Auge könnte die Grafik ein bisschen besser sein. So vom Leopard oder was es da gerade war. Ich habe vergessen, die Einstellung zu kontrollieren von der Grafikkarte. Oder ich würde einfach sagen, ich brauche eine neue. Was? Ist das für ein Vogel, ey? So, neues Ziel. Erstmal anderes Ziel. Option.
Audio. Ich finde, die Musik ist ein bisschen mir zu laut. Speichern zurück. Was sagt die Grafikkarte? Helligkeit hoch. Hä? Geht alles noch höher oder was? Dann habe ich. Vielleicht liegt's am. Ich habe alte Augen. Vielleicht liegt's daran, dass das gerade nicht so gut aussieht. Vielleicht ist es auch einfach. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich keinen Blick dafür. So. Wir sind ein Baby. Geschlecht unbekannt. Intelligenz. Oh, ich kann die Intelligenz auf Y drücken. Nutze sie um ein Versteck. Ich wollte den Text gerne mal lesen, aber danke, dass ihr es weiterklickt. Bewege den linken Stick nicht um dich. Was? LS nicht um. Alter. Keine Ahnung, ich gehe jetzt hier einfach lang, das ist mir Wurst. Also das soll unsere Angst zeigen. Wir kennen das Gebiet nicht und darum sind wir ängstlich. Und hier ist auch ein Flusslauf. Wer weiß, wie tief das ist. Aber Äffchen springt rein. Und die Strömung nimmt Äffchen mit. Und wir haben Glück. Wir leben. Was war jetzt mit Y? Also Y zeigt bestimmt uns interessante Orte oder sowas. Ich würde sagen, da lang. So, was können wir? Wir können nur gehen, hüpfen. Das können wir schon. Quieken. Und, das war's. Was ist denn da? Speichert automatisch. Fantastisch. Ah, wir haben schon einen Unterstoff gefunden. Wollte ich eigentlich nicht. Finde das vermisste Kind des Clans. Oh, jetzt sind wir. Großer Affe. Aha. Das werde ich bestimmt wieder vergessen. Oh, oh, oh! What? Der ist überlebt? Kannst du keinem Menschen erzählen, Mensch? Lass es schnell laufen, oder? Um Sinne zu gebrauchen, X. Ich habe keine Sinne. War doch da. Gehörsinn. Bewege linken Stick nicht, bei den Sinn zu bleiben. Jetzt ist der Text schon wieder weg. Ich drücke immer das, was ich nicht drücken soll. Das ist schon mal super. Drücke B und warte dann, bis der Text weggeht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es überhaupt nicht getröstet. Kann das sein? Ich glaube, wir sind richtig, oder? Oh, das ist ein Kackstein. Hm. Könnt ihr mich auch irren? Verstehe nicht. Ich denke mal, wir müssen irgendwie.
Okay, wir müssen brüllen, wenn das Kind nicht brüllt. Wenn wir brüllen, wenn das Kind brüllt, dann trösten wir wohl nicht. 10.000 Jahre später kriegt das Kind einen hinter die Löffel, wenn das nicht rauskommt. So, da haben wir uns ja weiterentwickelt. So, begib dich zu deinem Clan in eurer Ansiedlung. Wachsendes Neurum. Kommunikation. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Sinne. Okay, die Sinne helfen nicht. Trösten hilft wahrscheinlich auch nicht. Y, unser Hirn vielleicht. Hirn zeigt was Gelbes. Nee, gelb ist es gar nichts hier. Gelb ist das, was wir auswählen, oder was? Wachsendes Neurum. Motorik. Interessiert mich aber nicht. Nein, falsch, falsch. Wo ist unser Hirn? Das kennt er nicht. Das kennt er nicht. Das hat mich verdrückt. Na gut, da ist unser Stamm bestimmt nicht. Was ist das? Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind ja, glaube ich, von da hinten gekommen, ne? Also so weit weg sind wir jetzt gar nicht gewesen. Oh, du Scheiße. Blattwerk und Schlingpflanzen ergreifen. Springe und drücke A, um das Blattwerk zu ergreifen. Okay, Tarzan. Na los. Ich bin verdammt schlecht in diesem Spiel. Okay. Das hat man gerade gesehen. Das liegt doch eigentlich daran, dass ich eigentlich gewohnter Tastaturspieler bin. Ich habe zwar eine PlayStation 4, aber die steht bei mir irgendwo im Schrank und verstaubt. So, ich gehe jetzt hier, glaube ich, falsch und querfeld ein irgendwie. Hören. Ja, hier gibt es viele Punkte. Das sind bestimmt irgendwelche Sachen, die wir entdecken oder so können, aber... Ah, von dem Busch hat er Angst. Das interessiert mich aber gerade nicht, ob er Angst vom Busch hat. Das ist alles wahrscheinlich, weil er es nicht kennt. Wir wollen ja erstmal nach Hause. Hallo, Killeraffen, wo seid ihr? Juhu. Geh jetzt mal zu so einem Ast. Da hat er ja Angst vor. Kann ich damit was machen? Interagieren? Warte mal, bleib mal stehen. Sinne. Dies ist ein Ast. Nö, macht da irgendwie nichts mit. Wir hören was. Ne, warte mal, was war. Klingt wie ein Wildschwein. Und es kommt näher. Klingt nicht wie ein Affe. Oh, was haben wir hier? Mit dem Steinchen kann man was machen, das müssen wir noch lernen. Wahrscheinlich irgendwie kombinieren mit anderen Kollegen. Oder da ist ein Ast, dann würde ich sagen, brauchst du einen Ast wahrscheinlich.
Vielleicht müssen wir auch einfach rufen, so ein bisschen. Das Wildschwein hinter uns höre ich ja. Gehen wir mal dazu zu diesem Vorsprung. Ah, das ist eine Schlange. Das ist eine Megaschlange. Ich hasse Megaschlangen, habe ich das schon mal gesagt? Los, kletter! Megaschlangen sind eklig. Anaconda. Der Film ist auch schon scheiße alt. So, Angst vorm Unbekannten, das wissen wir schon. Du bist im Moment schlecht gerüstet, um deinen Ängsten gegenüberzutreten. Kehre zurück und konzentriere dich auf das derzeitige Ziel. Nee, will ich nicht. Ich will eigentlich jetzt da mal gucken. Ja, Angst. Ich habe Angst. Hab ich wirklich. Ich kenne das ja nicht, ne? Ich würde da oben auch nie rumkrabbeln wollen, in echt. Wo ist denn mein fucking Zuhause? Oh, ganz. Was sind gerade für? Ah, Schlange. Ich mag keine Schlangen. Da bin ich wie Indiana Jones. Leckt mich am Arsch, Kackschlange. Diese Musik gerade. Oh, da vorne. Das fangen gerade wieder die Sinne, ne? Bei den Sinnen muss man auswählen, was man haben will. Ich weiß bloß gerade die Taste nicht mehr, ob das die A- oder B-Taste war. Los, ich will keine nassen Füße. Igitt. Oh, ein Frosch. Froschi. Froschi, bleib hier. Froschi, kann ich die töten? Fangen? Essen? Froschi. Mach den Hörn an. Wo ist Froschi? Wir kümmern uns mal um unseren Kumpel hier. Kommunizieren wir mal. Kann mir den irgendwie nichts machen. Ich würde dir helfen, du wirkst verhungert, vergiftet oder sonst irgendwas. Was ist das denn da? Das ist ein... Wie habe ich das denn gemacht? Hier, ich gebe dir eine Schnecke. Hä? Gib ihm das. Nee, will er nicht. Keine lecker Schnecke? Okay. Was kannst du noch gebrauchen? Lass die nochmal weg da, die Kackschnecke. Schmeiß die weg. Hab ich das verdammt nochmal aufgehoben? Kann ich das nehmen? Nein, ich will das irgendwie nehmen, greifen. Ganz habe ich das Spielprinzip noch nie verstanden. Dass man natürlich was essen, testen muss und so. Kann ich alles nachvollziehen? Oh, wir haben gerade die Scheiße weggeworfen. Aha. Kann ich das essen? Aha, ich kann Sachen greifen und wieder fallen lassen.
fantastisch. Das Fragezeichen-Ding, ja. Das ist eine verfickte Schnecke. Was mache ich damit? Jetzt greift das gerade nicht. Warum nicht? So, wie esse ich das selber? Muss ich jetzt irgendwie Intelligenz anschmeißen? Hat das gerade probiert? Nee, ne? Hm. Ja gut, dann kann ich hier auch nicht weiterhelfen, Kumpel. Ich komme dann mal später wieder. Ich lasse ihn mal vergiftet. Ach, da liegt schon wieder irgendein Mist. Na gut, das machen wir mal nicht. Also wir können Steine nehmen und schmeißen. Aber wie kommen wir nach Hause, verdammt? Aufgreifen. Wow. Oh, entschuldigt mich mal. Ich finde diese Musik ganz nett zwar, aber irgendwie ist sie mir noch zu laut. So. Ich habe das Gefühl, es hat sich nichts gerne an Musik, aber egal. Oh, es wird dunkel, oder? Ich gehe jetzt einfach mal lang. Das waren die Sachen, die ich schon finden überall nur diese Kackpflanze. Oh, Entschuldigung. Okay, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Oh, da oben. Komme ich da hin? Guter Affe. Ja, hier hören Affen. Aber ob das unsere sind, keine Ahnung. Kann man nicht? Doch.
Na los, kletter! Ich höre doch Affen. Cool. Pass auf, es ist ein feindlicher Stamm und die schlagen mich gleich tot. Haha! Kannst ja lange suchen. Schnuppert wohl ganz toll. Es geht nichts über Affenliebe. So, neues Ziel. Kann dein Stamm sich schneller entwickeln, als es bei den Vorfahren der Fall war? Weiß ich doch nicht. Vitalität des Avatars. Energie. Ist von der deiner Kondition abhängig, ist von deiner Lebenserwartung abhängig. Isst gut und trinkt wahrscheinlich auch viel und ja. Kontextbezogene Aktion. Bewege dich nicht, um alle zur Verfügung stehenden kontextbezogenen Aktionen zu sehen. Sie variieren je nach Situation. Warum war gerade diese Einblendung? Ist jetzt Bubu-Zeit und ich muss Bubu machen? Hallo? Was ist jetzt unser Ziel? Vorräte. Wenn du sie bereits entdeckt sind, können sie fallgelassene Gegenstände mit identischen Gegenständen gehortet werden. Okay. Das heißt, ich nehme immer einen Apfel, bringe ihn hierher und hole mir den nächsten. Ich verstehe immer noch nicht. Wie überwinde ich die Angst, da irgendwas zu nehmen von den Sachen? Erwachsener. Erwachsen männlich. Ah, hi. Bio. Stellt sich die Frage, bin ich auch männlich? Oh ja. Geh mal ein bisschen weg. Geh mal weg, Junge. Ich stehe nur auf weibliche Affen. So, was haben wir hier noch? Der Pflanzen und drüben sind auch noch ein paar Leute. Oder der Affen. Hallo, wer bist du? Dwu. Fruchtbar. Oh. Neuer Name. Nee, interessiert mich eigentlich nicht. Abbrechen. Kann Dwu auch gerne so bleiben, wie es ist. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Nein, ich spiele das Weibchen. Ich will mein Affenkind wieder haben. Geh weg. Hallo? Oh. Gegenstände inspizieren. Halte X, um jeglichen Gegenstand zu inspizieren, den du in der rechten Hand hältst. Aha. Ja, und jetzt inspiziere ich aber nicht. Wie inspiziere ich denn? Das sieht eher nach Werfen aus. Fantastisch. Wir haben Werfen gelernt. Was für ein Gegenstand war das jetzt, verdammte Axt?
Ach, X. Aha. Ein Gegenstand. Neues Werkzeug. Aha. Was soll ich denn machen? Mich fächern? Sinne. Wir haben unsere Sinne verbessert. Fantastisch. Schmeiß mal den Mist weg da. Braucht man nicht. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Nee, war hier nicht was? Oh, doch hier. X? Was ist das? Stinkt oder was? Nahrung entdeckt. Wunderbeere. Mit dem lateinischen Begriff, den ich nicht aussprechen kann. Fantastisch. Man kann auch... Ah, verdammt, ich wollte den Kollegen da bewerfen. Mensch, jetzt entdecken wir ja richtig was. Verfolgt er mich, ist er ein Stalker? Was bist du? Ganz schön viele Weibchen. Ach, man sieht hier auch, mit wem sie zusammen ist, oder? Er hat ein Paar gebildet, genau. Das ist doch cool. Was bist du hier? Verdammt. Jetzt bin ich wieder ein Männchen. Okay. So schnell habe ich noch nie mein Geschlecht geändert. Der Bau jeder Ansiedlung basiert auf einer Einrichtung eines Schlafplatzes. Rückkehr A um den... Okay. Eierbogen. Ja, kommt. Oh, dass man die Tasten gedrückt halten muss, nervt. So. Haben wir geschlafen? Ist ja cool. Tja, und was machen wir jetzt in dieser tollen Welt? Was liegt denn da? Nehmen wir. Nehmen. Hat das eine Hand? Ich sehe es hier gar nicht. Hat er. Dann. Oh, ein Stein. Lecker, lecker Stein. Oh, ich bin ein Steinbeißer. Obsidian. Leckerer Stein. Und, wo sind unsere Freunde? Schup. Der bewirft absichtlich nicht seinen eigenen Kameraden. Ist schon immer noch dunkel. Haben wir geschlafen oder haben wir nicht geschlafen? Gucken wir nochmal. Ach, ich muss gedrückt halten. Oh, er träumt. Kann ich gucken, was er träumt? Oh, Langschläfer. So, wir haben geschlafen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich an den Fluss und trinken. Bist du, oder? Muss ich das auch noch erforschen? Oh ja. Hau weg da. Wasser gut. Hau weg da die Scheiße. Schön trinken, trink dich satt, Junge. Oh, das machen jetzt alle irgendwie. Gut. Dann haben wir da noch einen Stock. Den will ich auch nochmal lernen. Greifen. Angucken. Stock. Rückenkratzer. 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 Toter Zweig. Können wir schlagen? Stechen? Nein.
Gut. Ah, hier war immer noch was auf dem Boden. Anderer Stein wahrscheinlich. Ja. Ja. Da haben wir ja was gelernt. So. Weiblich fruchtbar. Name ändern. Nee. Abbrechen. Kann ich, ich will Affenliebe machen. Vielleicht sollte er mal sein Glied in die Hand nehmen und dann müssen wir mal uns das angucken. Vielleicht muss er ja auch erstmal lernen, was das ist. Fortpflanzung. Gut. Mit den Bildern werde ich euch erstmal verlassen. Oh, Dornbusch. Aua, aua, aua. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Was hier noch auf uns wartet. Ja, bisher, was soll ich sagen zu dem Spiel? Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. So ganz, also ich finde die Idee immer noch gut, klar. Aber so ganz von den Socken bin ich noch nicht umgehauen von dem Spiel. Aber es wird vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, ob wir gespeichert haben. Egal. Ich mache hier erstmal einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.